Im endlosen Raum zahllose leuchtende Kugeln, um jede von welchen etwa an ein Dutzend kleinerer, beleuchteter sich wälzt, die inwendig heiß, außen mit einer kalten und erstarrten Rinde überzogen sind, auf der ein Schimmelüberzug erkennende und denkende Wesen hervorgebracht hat, das ist das Reale, die Wirklichkeit, die Welt. Ich fahre Motorrad, seit ich 16 bin und schraube auch Motorrad, seit ich 16 bin. Das ist wirklich zum Teil auch Beschäftigungstherapie. Es gibt nichts Schreckliches als ein Motorrad, das fertig ist. Die ganz alten Motorräder haben diese nette Eigenart, ihre ganze Mechanik, ihre ganze Funktion nach außen zu tragen. Also viele Teile, die bei den modernen Motorrädern hinter Verkleidungen verschalt sind, die man gar nicht mehr sieht, mechanische Teile, die auch im Motor verborgen sind, sind hier als Anbauteile offen sichtbar. Sie schreien ihre Funktion heraus sozusagen. Und das ist für meinen Geschmack so der Hauptunterschied zwischen der Ästhetik der ganz alten und der neueren Motorräder. Anatomie zerstört mit den Händen einen vollendeten Bau, um ihn im Geiste wieder aufzuerrichten und den Menschen gleichsam nachzuerschaffen. Eine herrlichere Aufgabe kann der menschliche Geist sich nicht stellen. Das ist ein Zitat von Josef Hürtel, einem Anatomen aus dem 19. Jahrhundert in Wien, den ich sehr bewundere und manchmal denke ich, ich gehöre selber ins 19. Jahrhundert. Wir fangen an mit einem intakten Körper, der fixiert ist, mit Hilfe von Formalin und Alkohol haltbar gemacht. Der Körper liegt also vollständig vor den Studierenden, mit Haut überzogen. Gut, die Haare sind runter. Und dann gibt letztendlich die Logik der Anatomie vor, was man machen muss. Und da lernen sie richtig praktisch, handwerklich, kompetenzorientiert einen menschlichen Organismus, ein Präparat mit eigenen Händen unter Anleitung auseinanderzunehmen, zu anatomisieren und lernen in Praxis und in der Theorie den menschlichen Leib inwendig kennen, inwendig und auswendig. Wenn wir nicht mehr da unten präparierend mit Pinzette und Messer schneiden, werden wir es irgendwann nicht mehr können. Denn was nur tot in den Lehrbüchern steht, verschwindet. Hier haben wir, Herrschaften, eine archetypisch schöne, wunderbare, paradigmatische, lehrbuchmäßige Corona Mortis, eine Krone des Todes. Wenn jetzt der Chirurg von außen kommt, um den Bruch zu reponieren und ich weiß, dass diese Gefäßschlaufe da ist, kann es ihm passieren, dass er bei der Erweiterung der Bruchpforte einen Schnitt in diese Richtung macht und dabei das Gefäß verletzt. Es blutet nach innen in die Leibeshöhle, ohne dass man es merkt. Und dann macht die Corona Mortis, die Schleife, die Schlaufe, die Krone des Todes, ihrem Namen alle Ehre. Und der Patient oder die Patientin verblutet. Die Präparate, die wir hier in der Anatomie verwenden, eigentlich bundesweit ist das so, ich wüsste keine Ausnahmen, sind solche von Mitbürgern, Mitbewohnern hier im Frankfurter Raum, die uns gegenüber noch zu Lebzeiten erklärt haben, dass sie ausdrücklich wünschen, dass ihr Leichnam der Anatomie zur Verfügung gestellt werde. Wir machen dann aus diesem Leichnam ein Präparat. Ich rede immer von Präparaten, weil ein Leichnam ja eigentlich verwesen würde. Das, was wir da unten haben, sind Präparate von Leichnamen, die mithilfe von chemischen Verfahren künstlich haltbar gemacht worden sind. Und im Gegenzug für diese Körperspende garantieren wir in der Anatomie, dass wir uns um die Beisetzung kümmern. Wir haben eine eigene Grabstätte auf dem Hauptfriedhof, auf der wir einmal im Jahr im Rahmen von einer kleinen Feierlichkeit, von der Gedenkfeier, die Körperspender des vergangenen Jahres, die Urnen dann, die Aschenurnen, beisetzen. Thank you.
Stat rosa pristina nomine, sola nomina nuda retenemus. Die Rose von einst blüht uns bloß nach dem Namen nach. Uns bleiben nur die nackten Namen zurück. Wir sind hier auf dem alten, historischen Teil des Frankfurter Hauptfriedhofs, der aus dem 19. Jahrhundert stammt, und stehen vor dem Grab der Anatomie. Noch habe ich meinen Körper der Anatomie nicht zur Verfügung gestellt, aber ich habe es geplant und ich hätte durchaus nichts dagegen, hier begraben zu sein. Apud Sanctos sozusagen bei den Heiligen. Das Schopenhauer Grab ist auch gar nicht weit weg. Der Lieblingsplatz, an dem wir jetzt sind, ist das Schopenhauer Grab. Der Schopenhauer ist in Danzig auf die Welt gekommen, hat über Frankfurt zu seiner Lebensmitte gemacht, hat freiwillig und gerne hier gewohnt, fand Frankfurt unter den vielen Städten, die er besucht hat, die lebenswerteste. Zum einen zieht mich die morbide, pessimistische, traurige, aber zugleich ein Erlösen versprechende Philosophie an, die er vertreten hat. Zum anderen ist er, und ich glaube, das kann ich auch objektive sagen, er ist zumindest unter den deutschsprachigen Philosophen derjenige, der am besten schreiben kann. Ich denke manchmal, dass das 19. Jahrhundert mein Jahrhundert gewesen wäre. Das ist der Geist, den dieses Jahrhundert atmet, oder von dem ich glaube, dass es ihn atmet. So ein bisschen Fernes Jäckel, so eine morbide, ästhetische, auch ein wenig Todesverliebte. Aber ich denke, es ist hauptsächlich die ästhetische Atmosphäre dieses Jahrhunderts, die mich anzieht. Nun ist es freilich für ein denkendes und erkennendes Wesen eine missliche Lage, auf einer jener zahllosen, im grenzenlosen Raume freischwebenden Kugeln zu stehen, nicht zu wissen, woher noch wohin, und nur eines zu sein von unzähligen ähnlichen Wesen, die einander treiben, stoßen und quälen in anfangs- und endloser Zeit, dabei nichts Beharrliches als die Wiederkehr gewisser organischer Formen vermittels bestimmter Wege und Kanäle, die nun einmal da sind. Diese Wege und Kanäle aufzuklären, ist alles, was empirische Wissenschaft leisten kann.